أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع. Alles lobt gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, an diesem gesegneten Freitag werden wir insha'Allah ta'ala weiter fortsetzen mit unserer Reihe, über Amradul Ummah zu sprechen, die Krankheiten der Ummah. Und ein jeder Muslim soll sich anstrengen, Allah zu gefallen. Allah, du hast richtig gehört. Du sollst Allah Azza wa Jal gefallen. Niemand anderen außer Allah wurde dir befohlen, zu gefallen. Du sollst Allah Azza wa Jal als Maßstab aller Dinge nehmen. Was Allah liebt, das liebst du. Und was Allah Azza wa Jal nicht liebt, dieses darfst du niemals lieben, o Diener Allahs. Möchtest du doch nur die Liebe Allahs erreichen. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk. Du möchtest die Liebe Allahs, dann mach auch, was Allah Azza wa Jal dir befohlen hat. Lebe, wie Allah es von dir verlangt. Bete Allah Azza wa Jal so an, wie Allah Azza wa Jal es von dir verlangt. Und strebe nur nach dem Angesicht Allahs. Kullu man alayha fan. Alles auf der Erde wird untergehen. Aber wenn du Allahs Zufriedenheit erreicht hast, dann wisse, o Diener Allahs, Allah ist derjenige, der alle deine Taten aufgezeichnet hat. Alle Taten sind in einem deutlichen Buch verzeichnet. Und dieses Buch wirst du Yawmul Qiyamah zu lesen bekommen. Und Allah Azza wa Jal wird dir das Buch zeigen, worin alle Taten drinstehen, die du in deinem Leben gemacht hast, seien sie groß oder klein. Allah, er ist dazu in der Lage. Und nur Allah Azza wa Jal, deswegen fürchte ihn einzig und alleine und trachte nicht nach den Menschen. Trachte nicht nach diejenigen, die morgen auch sterben werden, wie du sterben wirst, sondern trachte nach dem Angesicht Allahs. O Diener Allahs, heute werden wir bi'idhnillahi Samil Alim eine weitere Krankheit besprechen, und zwar Arriya. Arriya. Was bedeutet Arriya? Die Gelehrten sagen, dass du nach etwas anderes strebst, das heißt nach etwas anderes, nach jemand anderes strebst, ihm zu gefallen, seine Wohlzufriedenheit zu erreichen, als Allah. Und das mit guten Taten. Iradatul Ghayr bifi'lil Khayr. Dass du gute Taten machst, du betest, du fastest, du liest den Koran, du gedenkst Allahs, du machst zwar all diese Taten, die Allah Azza wa Jal von dir verlangt hat, jedoch nicht für Allah. Du machst diese Taten für die Menschen, für jemand anderen außer Allah. Was für eine gefährliche Sache. Es wird Verlierer geben, die werden die Taten der Paradiesbewohner machen, aber sie werden Höllenbewohner sein. Wal-iyadu billah. Er betet, aber er geht ins Höllenfeuer. Er fastet, aber er geht ins Höllenfeuer. Er liest den Koran und macht sogar Dhikr, aber er geht in das Höllenfeuer. Höre diese Überlieferung. So sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam: Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna baynahu wa baynaha illa dira. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. Einer von euch, er begeht die gesamte Zeit gute Taten, die Taten, um genau zu sein, der Paradiesbewohner. Er macht die gesamte Zeit die Taten der Paradiesbewohner, bis zwischen ihm und dem Paradies nur eine Elle entfernt ist.
Es hätte nicht mehr lange gedauert, bis er in das Paradies hereingegangen wäre. Daraufhin macht er eine Tat der Höllenbewohner und geht aufgrund dessen in das Höllenfeuer ein. Wer ist diese Person? Hat er gebetet? Wallahi, er hat gebetet. Hat er gefastet? Wallahi, er hat gefastet. Hat er gute Taten gemacht? Wallahi, er hat diese gesamten guten Taten gemacht. Aber jetzt kommt die Gefahr, dieser hat keine aufrichtige Absicht für Allah gehabt bei seinen Taten. Diese Taten waren nicht für Allah, sondern für wen? Für die Menschen. So heißt es in einer anderen Überlieferung: Inna rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. Und es wird einen geben, der macht die gesamte Zeit die Taten der Paradiesbewohner, so wie es den Menschen erscheint. Du siehst Fulan, du siehst ihn beim Koran lesen, du sagst Allahu Akbar, das ist ein Mu'min. Du siehst ihn spenden, du sagst Allahu Akbar, das ist ein Mu'min. Du hörst, dass er auf dem Wege Allahs gekämpft hat, du sagst Allahu Akbar, das ist ein Mu'min und er gehört zu den Leuten des Höllenfeuers. Allahu Akbar, wie es den Menschen erscheint. Das heißt, du dachtest, dass diese Person für Allah wirkt. Aber diese Person bei Allah hat nur nach dem Lob der Menschen getrachtet. Nicht nach Allahs Lob. Nicht nach Allahs Lob, sondern nach dem Lob der Menschen, liebe Geschwister. Und so heißt es in einer klaren Überlieferung. Und ich möchte, dass jeder mit mir mitdenkt, für wen macht er seine Taten. Jeder soll überlegen, für wen macht er seine Taten. So heißt es in der Überlieferung, liebe Geschwister, eine Person wird Yawm al-Qiyamah vorgeführt. Und es werden drei Personen Yawm al-Qiyamah vor Allah Azza wa Jal vorgeführt. Dieser hat gekämpft auf dem Wege Allahs und so wird Allah Azza wa Jal ihn zu sich bringen und ihn fragen, was hast du mit der Ni'ma gemacht, die ich dir gegeben habe? Die Gnade, die ich dir gegeben habe. Qala fa ma'a milta fiha. Was hast du mit dieser Gnade gemacht? Er sagt, qala qataltu fika hatta stushid. Ich habe für dich gekämpft, ja Allah, bis ich gefallen bin im Krieg. Für dich. Qala kadabt. Der König aller Könige, der Kenner der Herzen, der Kenner der Brüste sagt, du lügst. Allahu Akbar. Dieser Mann hat doch gekämpft, richtig. Und er ist gestorben, richtig. Für Allah, Allah sagt ihm, du lügst. Und so sagt Allah Azza wa Jal, وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِي. Du hast nur gekämpft, damit über dich gesagt wird, du bist ein Mutiger. فَقَدِكِيل. Es wurde zu dir gesagt. Dein Lohn, den du haben wolltest, bei den Menschen hast du bekommen. فَقَدِكِيل. So wurde das gesagt. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحْبِ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. Daraufhin wird er genommen und in das Höllenfeuer hereingeworfen. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. Höre die andere Person. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَ. Und eine Person, der das Wissen gelehrt hat und es weitergelehrt hat. وَقَرَأَ الْقُرْآنَ. So hat er auch den Koran gelesen für die Menschen. Er stand im Gebet, er hat für die Menschen vorgebetet. فَأُوتِيَ بِهِ. So wird er auch genommen, liebe Geschwister. فَعَرَفَهُ نِعْمَ. So wird ihn auch seine Gnade vorgeführt. فَعَرَفَهَا. So wird er diese Gnade erkennen, dieser Mensch. قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا. So wird Allah Azza wa Jalla ihn fragen, was hast du mit dieser Gnade gemacht? قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. Ich habe das Wissen gelernt und gelehrt und ich habe für dich den Koran gelesen. Was sagt Allah über diesen Lügner? كَذَبْ. Du bist ein Lügner, sagt Allah Azza wa Jal. وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمْ. Du hast nur das Wissen gelernt, damit über dich gesagt wird, du bist ein Gelehrter. Wie heute. Leute lernen etwas, damit sie andere Leute beeindrucken. Er lernt nicht, um sein Jahil aufzuheben, um seine Unwissenheit aufzuheben. Er lernt nicht für Allah. Er lernt, damit er diskutiert. Komm, bringt mir einige Sachen, damit ich mit den anderen, mit XY diskutieren kann. Alles Riya. Das ist für jemand anderen außer für Allah Azza wa Jal. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. Daraufhin wird auch er genommen und وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ in das Höllenfeuer hereingeworfen. Der erste war ein Märtyrer, der zweite war ein Alim und der dritte war رَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ. Und eine Person, die Allah Azza wa Jal von allen Reichtümern gegeben hat. Das heißt, diese Person hat viel besessen, liebe Geschwister.
fa'utiya bih, so wird er auch genommen, fa'arrafahu ni'mah, so wird auch er über seine Gnade unterrichtet, fa'arrafaha, er wird seine Gnade erkennen, die er von Allah Azza wa Jalla bekommen hat. Allah wird ihn fragen, fama 'amilta fiha, was hast du mit dieser Gnade gemacht? So wird diese Person sagen, qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaq fiha illa anfaqtu fiha illa anfaqtu fiha. Er sagt, ich habe keinen Weg ausgelassen für dich, so dass ich gespendet habe auf diesem Weg, ja Allah. So wird Allah Azza wa Jalla sagen, kadab, du bist ein Lügner, walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad, so hast du dieses nur getan, damit über dich gesagt wird, du bist ein großzügiger Mensch. فَقَدْ قِيلْ, es wurde gesagt, ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ, so wird er auch auf sein Gesicht genommen und in das Höllenfeuer hereingeworfen. Das sind die Ersten, die in das Höllenfeuer hereingeworfen werden. Mit ihnen wird das Höllenfeuer angezündet. Ein Shahid, in deinen Augen ein Shahid. فِيمَا يَبْدُ لِلنَّاسِ, den Leuten kommt es so vor, als ob diese Menschen Paradiesbewohner werden. Der zweite, liebe Geschwister, ein Adel oder ein Qari. Und es gibt viele, die heute vorlesen, nicht für Allah Azza wa Jalla. Damit gesagt wird, MashaAllah, der hat eine wunderschöne Stimme. Was für ein Mu'min, der betet für die Gläubigen vor. Und er ist der Anführer der Gläubigen. Er tat das nur, um die Menschen zu beeindrucken, nicht für Allah. Und einer, der gespendet hat, du hast gesehen, er hat 1000, 2000, 5000, 100.000 Euro gegeben, nur nicht für Allah, sondern für sich selber. Für die Menschen, damit sie über ihn sagen, er ist spendabel. All diese Leute haben ihren Lob in der Dunya bekommen. فَقَدْ قِيلْ, sagt Allah Azza wa Jal. Das heißt, lieber Bruder und liebe Schwester, diese Leute sind mit den Taten der Paradiesbewohner in das Höllenfeuer gegangen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mit den Taten der Paradiesbewohner in das Höllenfeuer. Ich habe eine Frage an dich, Odina. Denkst du, Allah weiß nicht, für wen du diese Tat machst? Ich frage dich. Glaubst du wirklich, dass wenn du eine Tat machst, dass Allah nicht weiß, für wen diese Tat ist? Bei uns bist du ein Mu'min, insha'Allah. Wir sehen, du betest mit uns. Wir sehen, du fastest. Wir sehen, du erwähnst Allah. Für uns bist du ein Mu'min, weil wir nicht in dein Herz hereinschauen. Aber wer bist du bei Allah, der dich kennt? Bei uns bist du ein Mu'min. Aber wer bist du bei Allah? Ein Lügner? Allahumma la taj'alna min al-kadhibin. Bist du ein Lügner bei Allah? Schaut mal, und diese Leute haben die besten Taten gemacht. Einer hat Dschihad gemacht, der andere hat gespendet und einer hat das Wissen erworben, ein Alim. Das sind die besten Taten, die du machst, und trotzdem sind sie damit in das Höllenfeuer hereingegangen. Wie oft diskutierst du nicht für Allah, sondern um dich vor den Menschen zu zeigen? So sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, man talab al-ilm, derjenige, der nach dem Wissen strebt, liujariya bihi al-ulama, damit er mit den Gelehrten diskutieren kann, au liumariya bihi al-sufaha, damit er die Unwissenden beeindruckt, oder damit er die Unwissenden beeindruckt, au yasrifa bihi wujuha an-nas ilayhi, oder die Aufmerksamkeit der Leute erreicht, adkhalahu Allahu an-nar, so wird Allah ihn in das Höllenfeuer eingehen lassen. Und vielleicht übertreibe ich nicht, und möge Allah mir vergeben, wenn ich falsch liege. Die meisten lernen das Wissen nicht für Allah, nicht um ihren Jahl aufzuheben, nicht um Allah besser anbeten zu können, sondern um zu diskutieren und um sich zu zeigen. Wie viele haben Bücher aufgeschlagen, die sehr nutzvoll für sie gewesen wären, wenn sie das doch nur für Allah gemacht hätten. Aber sie haben nur in diese Bücher hereingeschaut, damit die Leute sagen, schau mal, der hat Wissen. Allahu Akbar, der sagt, diese Rechtsschule sagt und diese Rechtsschule sagt. Aber tatsächlich, das Wissen war nicht für Allah, sondern damit die Leute sagen, das ist einer, der Wissen hat. Derjenige, der sich Wissen aneignet, um mit den Gelehrten zu diskutieren oder um die Unwissenden zu beeindrucken oder um die Aufmerksamkeit der Leute auf sich zu lenken, so wird Allah Azza wa Jalla ihn ins Höllenfeuer eingehen lassen. Taten der Paradiesbewohner, aber er ist ein Höllenbewohner.
Lass uns über diese gefährliche Sache reden, Ar-Riya, über die viele Muslime unaufmerksam sind. Und sie gehen herum unter den Menschen und erzählen von ihren guten Taten. Achi, ich habe gestern Qiyam al-Layl gebetet, Allahu Akbar, und wie ich geweint habe, wenn du das doch nur gesehen hättest. Achi, ich habe im Ramadan schon dreimal den Koran durchgelesen. Hättest du nur gesehen, dass ich alles zur Seite gelassen habe. Ich habe den Koran dreimal durchgelesen. Er vernichtet soeben seine Tat. Achi, ich habe 300 Euro gegeben für die Moschee, damit sie weiter überleben kann. Und versteht mich bitte nicht falsch. Man kann von seinen guten Taten berichten, wenn die Absicht dafür ist, dass du nicht den Lob von den Menschen bekommst. Aber bist du sicher, dass du nicht in diese Gefahr hereinfällst? Bist du sicher, dass du, wenn du über deine guten Taten berichtest, nicht etwas ins Herz bekommst, was sich Riya nennt, und dann fängst du an zu reden und es ist nicht mehr für Allah? Fürchte Allah, verstecke deine guten Taten, so wie du deine schlechten Taten verstecken würdest. Und das war die Eigenschaft der Salaf, liebe Geschwister. Eine Frage. Wenn du an einem Tag gesündigt hast, wirst du deinem Bruder davon erzählen, dass du Bier getrunken hast, dass du Alkohol getrunken hast? Du wirst mir sagen, niemals, ich verstecke diese Tat, damit mein Bruder nichts darüber weiß. So solltest du deine guten Taten verstecken, nicht nur deine schlechten Taten. Liebe Geschwister, die Sache ist ernst, wallahi. Und ich möchte über die größte Gefahr sprechen. Die größte Gefahr, Ar-Riya. Abul Barak, wir haben gelernt, dass Al-Masih ud-Dajjal die größte Gefahr ist, die auf die Menschheit zukommen wird. Nein, es gibt noch eine größere Gefahr. Allahu Akbar. Welche ist das? Höre, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte. Er sagte, inna akhwafa ma akhafu alaykum. Das, was ich am meisten vor euch fürchte, huwa shirkul asghar, ist der kleine Schirk. Qalu ya Rasulallah, wa ma shirkul asghar. Sie fragten ihn, o Gesandter Allahs, was ist der kleine Schirk? Qala Ar-Riya. Das ist Ar-Riya. Ar-Riya. Ar-Riya mushtaqun min ar-ru'ya. Ar-Riya ist abgeleitet von ar-ru'ya. Du willst, dass die Leute dich sehen bei deiner Tat. Und so gibt es Leute, wallahi al-azim, bevor er etwas in den Spendenkorb hereinwirft, guckt er nochmal die gesamten Leute an, wer ihn beobachtet. Und dann, wenn er ein Gesicht sieht, von dem er gelobt werden will, dann tut er das Geld herein. Riya! Allah wird dich nicht belohnen dafür. Pass auf. Allah kennt dein Herz, o Diener Allahs. Deswegen, dieser Riya ist, dass du von den Leuten gesehen werden möchtest bei deinen Taten. Gesehen werden möchtest, das ist für dich das Wichtigste. Und das wird der Grund sein, warum du, wal'iyadu billah, in das Höllenfeuer hereingehst. Aber in einer anderen Überlieferung, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, das ist das, was ich am meisten vor euch befürchte, so gab es an einem Tag, haben die Sahaba über Al-Masih ud-Dajjal gesprochen. Al-Masih ud-Dajjal, liebe Geschwister, ist ein Dajjal, er wird am Ende der Zeit kommen und er wird die Gläubigen sogar verführen. Obwohl die Leute klare Zeichen bei ihm sehen, er wird eine Fitna für die Menschheit sein. Möge Allah uns vor ihm bewahren. Dieser Dajjal wird kommen am Ende der Zeit. Die Sahaba haben eines Tages über ihn gesprochen. Kanu yatakallamuna an al-Dajjal. Sie haben über den Dajjal gesprochen. Dann kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, ala ukhbirukum بما أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. Soll ich euch über etwas berichten, was bei mir, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, noch gefährlicher ist als al-Masih ud-Dajjal? Sie sagten, bala ya Rasulallah, ja, o Gesandter Allahs, berichte uns darüber. Er sagt, ashirkul khafi, das ist der versteckte Schirk. Der versteckte Schirk, subhanallah. Jetzt hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam es erklärt. Er sagte, Yaqum ar-rajulu liyusalli. Eine Person steht auf, um zu beten. Er steht auf und er verrichtet sein Gebet. Fayuzayyinuha.
so wird er sein Gebet ausschmücken. Ausschmücken. Warum? Was ist die Gefahr darin? Was ist so schlimm daran? لِمَا يَرَى مِن نَذَرِ رَجُلٍ إِلَيْهِ. Er schmückt das Gebet für denjenigen aus, der ihn bei diesem Gebet beobachtet. Er hat nochmal gebetet. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yawm al-Din. Dann kommt eine Person und dann sagt er, Alhamdulillahi Rabbi. Das ist nicht mehr für Allah. Dieses hast du verschönert für den Menschen. Ash-Shirk al-Khafi. Das bedeutet, der versteckte Schirk, der Schirk, den die Menschen nicht an dir bemerken, sie sehen nur deine Tat. Aber Allah kennt nicht nur deine Tat, er weiß auch, mit welcher Absicht du diese Tat gemacht hast. Subhan al-Malik. Allah, er akzeptiert nicht, dass du jemand anderen mit hereinziehst in die Ibadah, außer ihm, subhanahu wa ta'ala. Allah ist eifersüchtig. Subhana. So kam ein Mann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, ya Rasulallah, ara'ayta rajulan ghaza yaltamisu al-ajra wal-dhikr. Mala. Eine Person, er möchte für Allah azza wa jal kämpfen. Und er begehrt aber dabei den Lohn von Allah und auch, dass die Menschen ihn loben. Wal-dhikr. Und dass die Menschen ihn loben. Dhikr heißt hier, dass die Menschen ihn loben. So sagt er, Mala, was wird er von Lohn bekommen, wenn er diese Absicht hat? Das heißt, er macht das für Allah, aber er will auch von den Menschen gelobt werden. Höre, wie eifersüchtig Allah Azza wa Jalla ist. So sagte der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, La shay ala. Er wird nichts an Lohn bekommen, was er erwartet. Qalaha thalathan. Und er sagte das dreimal, Sallallahu Alaihi Wasallam. So sagte der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, höre zu. إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ. Allah akzeptiert keine Tat absolut. Auf keinen Fall. Auch wenn du dich dafür angestrengt hast. Allah akzeptiert keine Tat, außer dass sie aufrichtig für ihn alleine war und dass man nur nach seinem Angesicht gestrebt hat. Schaut mal, dieser Mann, was er für eine Frage gestellt hat. Ich möchte kämpfen, aber ich begehre auch, dass die Leute mich im Guten erwähnen. La shay ala, er wird nichts vom Lohn bekommen. Subhan al-Malik. Allah ist eifersüchtig. Allah alleine gehört deine Ibadah. Allah alleine gehört deine Ibadah. Und die Gelehrten, die Salaf, die das meiste Wissen über die Religion Allahs hatten, sie sagten lil Murai thalathu alamat. Derjenige, der den Lob von den Menschen begehrt, dabei gesehen zu werden, wie er Taten macht, dieser hat drei Anzeichen. Al-Murai, der hat drei Anzeichen. Was ist das erste? Yaksalu idha kana wahda. Er ist faul und macht eigentlich keine guten Taten, wenn er allein ist. Allahu Akbar. Wenn er alleine ist, siehst du ihn keine Taten machen. Wie Allah, und das ist ein Zeichen, jeder Munafiq ist ein Murai. Jeder Munafiq, jeder Heuchler ist einer, der gesehen werden möchte bei seinen Taten. Wie Allah Azza wa Jal sagt, Innal Munafiqina yukhadi'una Allah Innal Munafiqina yukhadi'una Allah. Die Munafiqin, sie wollen Allah Azza wa Jal betrügen, wa huwa khadi'uhum. Aber Allah Azza wa Jal, er betrügt sie. Sie können Allah Azza wa Jal nicht herumführen. Wa idha qamu ila salat qamu kusala. Wenn sie aber zum Gebet aufstehen, dann stehen sie nur sehr ungern, sehr schwerfällig auf. Yura'una an-nas, sie möchten von den Leuten dabei gesehen werden. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Und sie gedenken Allahs nur sehr wenig. Wann gedenken sie Allah, wenn die Menschen bei ihnen sind? Deswegen, jeder Munafiq, und das ist eine Ayah, die Allah Azza wa Jal uns genannt hat über die Heuchler. Jeder Heuchler ist ein Murai. Der möchte gesehen werden von den Leuten. Aber nicht jeder Murai ist ein Heuchler. Aber er hat eine Eigenschaft von den Heuchlern. Wal-iyadu billah. Und das ist die große Gefahr, liebe Geschwister. Hört zu. Derjenige hat drei Eigenschaften, dieser Murai, über den wir reden. Und das ist ein Übel in der gesamten Umma, wenn wir doch unsere Taten nur für Allah Azza wa Jal machen würden. Allahumma ja'alna minal muwahhidin.
Er ist faul, wenn er alleine ist. وَيَنْشَطْ إِذَا كَانَ بَيْنَ النَّاسِ أَوْ فِي النَّاسِ. Und er wird auf einmal aktiv, wenn er unter den Menschen ist. Kaum sieht er jemanden, dann geht er, rennt er zum Koran und rennt er zum Dhikr und rennt er zum Gebet. Warum? Weil die Leute dabei sind. وَيَزِيدُ إِذَا أُثْنِيَ عَلَيْهِ. Wenn er gelobt wird, dann steigert er seine Taten. وَيَنْقُسْ إِذَا ذُمَّ. Aber wenn er kritisiert wird von den Leuten, dann macht er weniger Taten. Höre zu und vergleich dich, ob du diese Eigenschaften hast. Wenn er allein ist, macht er so gut wie keine gute Taten. Wenn er unter den Menschen ist, dann siehst du, er ist Naschid. Er macht viele gute Taten. Und wenn er gelobt wird, dann steigert er seine guten Taten. Und wenn er kritisiert wird, dann verringert er seine guten Taten. Und Al-Ikhlas ist, o Diener Allahs, die Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dass du deine Taten machst, unabhängig, ob die Menschen dich dafür loben oder dich kritisieren. Das ist Al-Ikhlas. Allahumma rizukna Al-Ikhlas. Das ist Al-Ikhlas, dass du deine Taten machst, unabhängig, ob die Leute dich dafür loben oder nicht. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alameen, wal aqibatu lil muttaqeen, wal udwana illa ala al-zalimeen, wa ashadu an la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, wa ashadu anta Muhammadan abiduhu wa rasuluh. O Diener Allahs, wallahi al-azim, ich rede mit dir hier nicht über ein kleines Thema. Ich rede mit dir darüber, dass du deine Taten von Allah überhaupt akzeptiert bekommst oder nicht. Was nützen dir die ganzen vielen Taten, die du machst? Aber sie werden keinen Wert haben bei Allah. Sei ehrlich, wenn du alleine bist, betest du dein Gebet? Betest du? Gedenkst du Allahs? Liest du im Koran? Oder tust du das tatsächlich nur, wenn Leute unter dir sind? Das ist die größte Gefahr, die wir hier diesbezüglich haben, liebe Geschwister. Und du brauchst eigentlich nicht viele Taten, aber die Taten, die du machst, sollen aufrichtig sein. Allah Azza wa Jalla sagt: "Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Und derjenige, der den Tod und das Leben erschaffen hat, Allah alleine, damit er euch prüft, wer die besten Taten unter euch macht. Und die Salaf-Gelehrten sagen über diese Eier, wer die besten Taten heißt, nicht die meisten Taten, sondern die Taten, die nur für Allah wachen. Und deswegen sagen sie, wenn die Taten aufrichtig für Allah sind, dann reichen dir einige wenige Taten. Aber wenn du deine Taten für andere außer für Allah machst, möge Allah uns davor bewahren, dann kannst du Milliarden von Taten haben und Allah wird deine Taten nicht akzeptieren. Allah Azza wa Jalla sagt in einer heiligen Überlieferung, höre zu, wie gefährlich diese Überlieferung ist. Er sagt zu den Leuten, Yawmul Qiyamah, die Taten nicht für Allah gemacht haben. Er sagt zu ihnen, اِذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ بِأَعْمَالِكُمْ فِي الدُّنْيَا. Geht zu denjenigen, denen ihr gefallen wolltet in der Dunya, فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً. Und schaut, ob ihr euren Lohn heute an diesem Tag, wo nur ich belohne, ob ihr euren Lohn bei ihnen findet. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nur Allah kann dich belohnen, o Diener Allahs. Und daher passe auf, wem gegenüber du diese Taten machst. Und die Gelehrten unterscheiden drei Situationen von einer Person. Eine Person erfängt seine Tat von Anfang an mit der Absicht an, sie zu machen, um von den Leuten gelobt zu werden. Diese Tat ist batil, ist ungültig mit dem Ijma aller Gelehrten. Kein Gelehrter hat etwas anderes gesagt. Wer ist das? Das ist eine Person. Er geht, um sich um die Hand von einem Mädchen zu bewerben. Aber er eigentlich, er praktiziert nicht. Aber dieses Mädchen hat eine religiöse Familie. Und dann steht die Familie auf zum Gebet. Dann steht er mit auf, nicht für Allah, sondern um den Vater des Mädchens zu beeindrucken. Murai. Seine Tat ist von Anfang an ungültig. Oder er sitzt zu Hause und dann steht sein Onkel auf, vor dem er sich schämt. Und dann steht er mit auf und betet. Aber er tut das nicht für Allah, sondern weil er sich schämt vor seinem Onkel. Murai, dieser bekommt die Tat nicht akzeptiert. Dann gibt es eine Person, liebe Geschwister, seine Tat fängt mit Ikhlas an und hört mit Ikhlas auf. Er hat angefangen die Tat für Allah und sie beendet für Allah Azza wa Jalla. Dieser bekommt die Tat angerechnet. Und die dritte Person ist einer, er fängt seine Tat mit Ikhlas an, für Allah. Er steht tatsächlich auf,
Aber wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dieser schmückt dann sein Gebet aus, damit er gehört wird, damit er gesehen wird, damit er gelobt wird. Mitten in der Tat passiert das. Aber eigentlich ursprünglich wollte er diese Tat für Allah azza wa jalla machen. Hier gibt es zwei Aussagen der Gelehrten. Die einen sagen, seine Tat wird nicht akzeptiert. Und die anderen sagen, und es sind edle Gelehrte unter ihnen, die sagen, seine Tat wird trotzdem belohnt. Seine Tat wird trotzdem belohnt. Allahu Akbar. Ich sage dir, mach deine Tat für Allah und beende sie für Allah, wenn du auf der sichersten Seite sein möchtest. Allahumma la tu'adibna la fi dunya wa la fi akhirah. Wenn du auf der sichersten Seite sein möchtest, mach deine Tat für Allah, o Diener Allahs. Und ich beende, liebe Geschwister, damit, dass derjenige, wallahi, und deswegen sollten wir niemals diesen Riya in unseren Herzen tragen, dass wir nach dem Lob der Leute trachten, dass wir danach trachten, dass sie uns sehen bei den Ibadat. Derjenige, der das tut, höre zu, Allah muss ihn bloßstellen in der Dunya. Allahu Akbar. Eine Person hat das im Herzen versteckt, dass er gelobt werden möchte von den Leuten. Und niemand hat ihn dabei gesehen. Wir können das nicht beurteilen, denn wir können die Herzen nicht sehen. Allah wird diese Person eines Tages trotzdem aufdecken. Vor den Menschen, gegenüber denen er Riya gemacht hat. Was sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Derjenige, der Riya betreibt, das heißt, der nach dem Lob der Menschen trachtet, so wird Allah ihn aufdecken, bloßstellen. Subhanallah. Allah muss ihn bloßstellen. Das bedeutet, er wird sowieso bloßgestellt eines Tages. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht übermorgen, er wird bloßgestellt, eines Tages. Ich frage dich, o Diener Allahs, was hast du davon, dass du nach dem Lob der Leute trachtest, dass du von ihm gesehen werden möchtest und genau diese Leute, Allah wird dich vor ihnen aufdecken. Und noch mehr, diese Leute, für die du das machst, wallahi, wenn sie wüssten, du machst das für sie und nicht für Allah, so wärst du bei ihnen verachtenswert. Sie würden dir keinen Wert mehr geben. Schau mal, die du beeindrucken möchtest, diese Leute, du fällst in ihrer Rangstellung, wenn sie wüssten, dass du das für sie machst und nicht für Allah. Du fällst, so oder so. Also, sollte deine Absicht nur für Allah sein. Gucke nicht danach, was den Menschen gefällt oder was den Menschen nicht gefällt. Wie heute, Leute, wal-iyadu billah, der folgt irgendwelchen Traditionen. Mein Onkel wird dann mit mir zufrieden sein, mein Vater wird mit mir zufrieden sein. Hauptsache, ich folge der Tradition und der vergisst die Religion. Man iltamasa rida an-nas bi sakhatillah, sakhatallahu alayh. Derjenige, der die Zufriedenheit der Menschen anstrebt, während er Allah unzufrieden macht. Allah ist unzufrieden, weil er etwas getan hat für die Menschen und es ist haram in unserer Religion, so wird Allah zornig auf ihn sein. وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَعَلْنَا مِنْهُمْ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَ اللَّهِ أي من طلب رضا الله بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Derjenige aber, der die Zufriedenheit Allahs anstrebt, während die Menschen verärgert sind über ihn. Du willst eine Hochzeit machen, du sagst, nein, ich mache sie nach dem islamischen Gesetz, ohne Musik, ohne Tanz, ohne Bauchtänzerin, ohne, die Menschen werden sauer auf dich sein, aber Allah wird mit dir zufrieden sein. Derjenige, der die Zufriedenheit Allahs anstrebt und die Menschen sind verärgert über ihn, so wird Allah mit ihm zufrieden sein. Wer wird dich belohnen, Yawm al-Qiyamah? Aber es ist so schwer, ja, das Paradies ist nicht leicht zu erreichen. Aber in deiner Position als Muslim geht es nicht darum, dass die Menschen mit dir zufrieden sind, lerne das, sondern dass Allah Azza wa Jal mit dir zufrieden ist. Allah marda anna. Es geht nur darum, o Diener Allahs. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er brachte uns ein Bittgebet bei. Dieses Bittgebet schützt uns vor dem Großen und vor dem Kleinen Schirm. Er sagte, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bik wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Lernt diesen Dua. Warum? Weil er so wichtig ist für uns. Warum? Weil du niemals sicher sein kannst, dass nicht Riya in deinem Herzen hereinkommt. Selbst wenn du diese Tat am Anfang wirklich für Allah gemacht hast, du weißt nicht, was mitten in der Tat hereinkommt. Es kann sein, dass du manchmal zwei, drei ermahnende Wörter zu deinen Brüdern sprichst. Auf einmal kommt der Shaitan und schmückt dir dein Gespräch aus, bis du dann mehrere Informationen gibst, nur damit die Leute sagen, MashaAllah, der hat Wissen. MashaAllah, der kann gut reden. Dieses ist nicht mehr für Allah. Passe davor auf. Wenn du deine Tat machst, verstecke dich.
Wenn du jede Tat verstecken kannst, dann verstecke sie. Aber manchmal gibt es öffentliche Taten wie das Gebet in der Moschee. Da musst du dich darum bemühen, dass du diese Tat für Allah Azza wa Jal einzig und alleine machst, o Diener Allahs. Und ich bitte Allah Azza wa Jal darum, dass er uns unsere Taten, die wir in der Vergangenheit für andere außer für ihn gemacht haben, dass Allah uns dieses vergibt. Und ich sage euch, o Diener Allahs, und das ist eine frohe Botschaft, und ich kann die Angelegenheit leider nicht ausführlich erklären wegen der Zeit, aber es gibt vorzügliche Gelehrte, sie sagen, wenn du in der Vergangenheit die Taten mit Riya gemacht hast, das heißt für andere außer für Allah, und dann bereust du aufrichtig für Allah, Allah wird all diese Taten, die du mit Riya gemacht hast, zu guten Taten umwandeln für ihn. Allahu Akbar. Deswegen, lass keine Sekunde heute verstreichen, und es gibt eine klare Überlieferung dafür, lass keine Sekunde dafür verstreichen, dass du nicht Allah Azza wa Jal bittest. Möge Allah Azza wa Jal uns vergeben. Möge Allah Azza wa Jal uns zu den höchsten Paradiesbewohnern emporheben. Möge Allah Azza wa Jal uns alle unsere Fehler in dieser Dunya und in der Akhira verzeihen. Möge Allah Azza wa Jal uns mit den besten Yawm al-Qiyamah versammeln. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.